Ja, hallo, mein Name ist David oder auch Querz und ich begrüße euch zu einem weiteren Update-Talk, denn diesmal ist natürlich Memories of Reach herausgekommen und wir haben uns wieder erinnert an die guten alten Zeiten. Können wir bitte eine Schweigeminute einlegen in Gedanken an Reach? Mein schönes Intro, es war so perfekt, ich hatte den fucking Flow! Natürlich wollen wir jetzt diskutieren, was denn davon alles mit rübergewachsen ist in Halo 5. Und dazu begrüße ich natürlich, wie man bereits schon gehört hat, meine Co-Hosts Psycho, aka Silas, und Ishma, aka Eddie. Hallo. Hallo. Okay. Jinx. ein neues Update. Das war das Update, wo viele, muss man ja sagen, irgendwie relativ hohe Erwartungen dran hatten, weil... keine Ahnung. Infection. Alle irgendwie dann doch Reach. Infection. Ja, und Infection. Hauptsächlich und Infection. Reach, aber auch so, hey, Reach ist ja so geil gewesen und bla, bla. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir erst über Infection reden oder erst über den ganzen anderen? Ich nehme immer gerne aus dem Stream die Reihenfolge, um ehrlich zu sein, fange immer gerne mit Stasis an. Aber wir können natürlich auch gerne umdrehen, wie ihr wollt. Okay. Stasis. Stasis. Also wir haben Dead Space gespielt und dann haben wir die Stasis ein wenig mehr eingesetzt. Ja. Und das ist jetzt auch in Halo 5. Nein, es ist eine neue Arena-Map mit Schnee. Ja, eingefroren, möchte man ja sagen. Eine Art Remix von Talk. So irgendwie, bisschen. Ja. Wobei ich finde, dass sie sehr viel diesmal verändert haben. Ja, das stimmt. Aber so man erkennt trotzdem noch immer wieder so, hey, das sind so dieselben Dinge. Wobei bei Riptide haben sie auch viel verändert. Habt ihr gesehen in der Skybox, also man kann ja... Es gibt ja die zwei Flanken, auf der einen Seite gibt es ja eine Hydra und auf der einen eine Shotgun und da sind immer so Fenster. Und wenn man da mal rausguckt, sind da so riesen Gletscher und irgendwie nach ein paar Minuten im Match, das habe ich gesehen, als ich mir die Map mal custom alleine angeguckt habe, da bricht dann der Eisberg zusammen da draußen so, wow! Echt? Okay, nee, ich hatte bisher noch keine Zeit, die Skybox näher zu betrachten, weil ich die Map erst gestern spätabends oder eigentlich heute sehr früh morgen, die Map einmal gespielt habe. Weil gewisse Leute ja nicht... mitzocken wollten. Ich musste gestern noch wichtige Cluster-News-Scripts schreiben, ja? Back to the topic. Die Map, ich habe sie jetzt einmal in Slayer gespielt, muss ich sagen. Ich fand sie cool. Also es war ein sehr spannendes Match auf jeden Fall. Es war irgendwie 48 zu 50 oder so, wie immer wieder. Und das war sehr intens und so und keine Ahnung. Ich muss sagen, in diesem unteren Bereich, da der quasi, wo das Oversheet liegt und dann gibt es noch diese Tunnel mit den Lifts dann wieder, da war ich kaum unterwegs. Und sonst fand ich's fesch, die Rocket halt wieder in der Mitte, war auch wieder so wie ein Talk am Anfang, bevor sie dann das Schwert hingepackt haben und die Snipers, was ich nicht so cool fand, irgendwie, wie das davor. Aber gut, ansonsten fand ich die Map eigentlich ziemlich fesch, auch wenn sie halt so leicht asymmetrisch ist, aber... Also mir persönlich, ich habe es ja auch tatsächlich nur einmal in Slayer gespielt und da hatte ich genau Glück, weil das war das erste Match, das ich hatte und auch das letzte Match, das ich hatte an diesem Abend oder in der Früh, wenn man so möchte. Und mir hat sie auch an sich sehr gut gefallen. Ich fand sie nur irgendwie, gut, ich war auch ein bisschen sehr arg verplant, dass ich da durch die Gegend gelaufen bin, weil ich entsprechend müde war. Und mir kam es so vor, als wären überdurchschnittlich viele Granaten irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend geflogen. Aber vielleicht war das auch nur persönliches Empfinden. Ja. Wo ich da eben drüber gelaufen bin, muss ich sagen, dass mir kam es so vor, als würden viele Granaten nur so rumliegen. Es war jetzt nicht schwer, neue Granaten zu finden, wodurch... Ich weiß nicht, wie die Spawnzeiten dann von den Granaten sind, aber kann gut sein, dass da viel los ist. Ja, speziell irgendwie... War auch sehr top mitzentriert, das Match, was ich hatte. Irgendwie alles ging immer in diesem Bereich da. Der ist ja auch gefühlt irgendwie so ein bisschen... Ja. Ja, weiß ich nicht, größer als... Ich muss widersprechen. Bei mir war die Top Mid eigentlich gar nicht mal so besucht. Wo bei mir auch einiges an Aufmerksamkeit drauf lag, zwar nicht von so vielen Spielern, aber trotzdem immer gefühlt einer unterwegs war, war tatsächlich bei Bottom mit, speziell auch wegen dem Overshield, das da liegt. Ja. Genau. Und was ich natürlich auch sehr cool finde, weil sie mir persönlich sehr gut gefallen ist, dass die Recon DMRs auf dieser Map umherliegen. Auch wenn ich persönlich irgendwie immer ein bisschen an Crisis denken muss, wenn ich die sehe. Ich weiß aber nicht warum, es gab glaube ich irgendeine Waffe in Crisis, die mich daran erinnert. Ja, ich habe ja nur Crysis 2 gespielt und die Crysis 3 Beta habe ich gespielt. Ja, mehr habe ich auch nicht gespielt, aber irgendwie trotzdem, irgendwie, ich glaube... Da gibt es auch ein uraltes Commentary noch irgendwo auf unserem Kanal zu finden. Mhm. Crysis 2. Oh Gott, mal sehen, vielleicht grabe ich das. Nein.
Nein. So. Lass schaut nicht in die Beschreibung. Zudem liegt auf Stasis auch ein Brute-Plasma-Gewehr, das jetzt gerade eben nochmal in-depth analysiert wurde von unseren in-depth Analysten für Gameplay. Unser Gameplay-Test-Lab von Sick Enterprises hat sich zusammengefunden. Das Brute-Plasma-Gewehr ist ähnlich stark wie das Storm-Rifle, würde ich sagen. Zumindest gegen Schilde. Also gegen Schilde sowieso, so wie Plasmawaffen halt immer so sind. Die brösten Schilde wie sonst was. Der Unterschied ist halt, es macht jetzt nicht so schnell platt, hat auch, glaube ich, nicht so eine hohe Feuerrate wie das Storm Rifle, hat aber dafür, ist sehr akkurat auf Entfernung. Zwar sind die Projektile relativ langsam, man kann also auf weite Entfernung echt immer noch sehr gut ausweichen, das ist so kein Problem. Aber wenn du mal irgendeinen Tölpel hast, der ziemlich weit weg ist und Tölpel. Du hast so keine Waffe, um ihn eigentlich zu holen, hast keine Magnum dabei oder so und sagst, oh, ich habe ein Plasma-Gewehr, probiere ich das mal, dann wirst du ihn töten und das wird auch ganz schnell gehen. Das ist tatsächlich sehr wahr und ich persönlich finde ja auch, dass das Blutplasma-Gewehr immer noch ein bisschen zu schnell tötet. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft, dass es richtig stark im Nahkampf ist, so wie es davor eigentlich immer war, wo man so ein bisschen tot. Aber auf mittlere Distanz und ähnliches dann halt nicht ganz so stark ist, weil man da dann halt, wenn es sobald die Schilder einmal weg sind, nicht mehr wirklich gut weiterkommt. Es wäre zu simultan zum Storm Rifle dann, weil das Storm Rifle sehr, sehr, sehr nahkampflastig ist. Eigentlich nur, wenn ich versuche auf mittlere Range etwas, du triffst schon so, wenn du Glück hast. Ja, und musst halt dann auch Glück haben, dass der Gegner dich nicht trifft, damit er dich aus deinem Smartscope nicht wirft. Und dann hast du Chancen, ihn zu töten. Das Hauptproblem beim Storm Rifle ist, dass es so schnell überhitzt. Und es überhitzt schnell, ja. Genau, und wenn du da nämlich die paar Schüsse nicht triffst, dann hast du das Problem, dass du nicht mehr genug, Munition stimmt nicht, aber nicht genug Schuss mehr hast, bevor es überhitzt, um den Gegner zu finishen. Das passiert mir zumindest immer oftmals, dass ich zwar den Gegner schon so gut wie tot habe, ihn dann aber nicht finishen kann, weil ich einfach nicht mehr weiterschießen kann, weil mir das Scheißding überhitzt ist. Und dann, dann stehe ich doof da. Und das ist beim Brute Plasma Rifle, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht so der Fall. Es überhitzt zwar auch, aber nicht ansatzweise so schnell wie damals. Ein Unterschied auch noch vielleicht wäre zu damals, wo wir gerade dabei sind, dass auch die Geschosse deutlich schneller sind. Ja, die sind seit der Übernahme von Free for Free, ich glaube schon seit Halo 4... um einige schneller geworden. Nur war das Storm Rifle war in Halo 4 nicht so der Rede wert, aber es war deutlich stärker als zum Beispiel in Reach. Gab's in Halo 4 eigentlich das? Nein, das gab's da nicht mehr. Das gab's in Reach noch, aber auch nur sehr selten eigentlich, weil da mehr das Repetiergewehr benutzt wurde und das Repetiergewehr, das war einfach nur schwach und das war auch einfach nur scheiße. Das war wirklich krass. In Halo 4 war es dann brauchbar, hat sich aber kaum unterschieden eigentlich vom Sturmgewehr, wodurch man dann einfach sagt, ja, dann nehme ich das Sturmgewehr, geht schon. Naja. In Halo 4 gab es so das sind die Unterschiede. Ich habe kein Halo 4 mehr. Okay. In Halo 4 gab es kein Repetiergewehr. Es gab das Storm Rifle. Dann meinte ich, so ist das Storm Rifle. Ach so. Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, let's move on a bit. Es gibt jetzt Sucheinstellungen und dann kannst du halt sagen, ob du das schnellste Match haben willst, das mit der besten Connection, so wie es das halt früher eigentlich auch gab. Ja. Und gut, ist nice to have. Ich habe sie ehrlich gesagt nie benutzt, deswegen... Genau. Aber gut, vielleicht wird es irgendwann mal brauchbar. Es ist netter. Das kann sicherlich ganz nett sein, wenn man irgendwie mal in einem höheren Rang ist irgendwie und keinen Bock hat abzusteigen. So was ist ich so, Diamond, ja. Diamond 6, nee, Fail, so weit kommen wir nicht. irgendwie so Platin 6 und du willst jetzt dein faires Match haben und nicht so, dass so, hey, wie wär's mit 5 Onyx? Ha? Obwohl nur 4 gehen, ha? Gut gemacht, Arvid. Ach, du meinst so, wie das Spiel das immer macht, oder? Ja, genau. Und dann kannst du jetzt hier, so gesagt, einstellen, dass du doch bitte deine Chance haben möchtest und nicht die paar aufs Maul. Genau.
Ja. Was sicherlich ganz cool ist. Weiterhin haben sie jetzt endlich, und das finde ich cool, ja, ein neues quasi Post-Game-Stats oder Scoreboard, Kanage was auch Report. Immer, eingeführt. Eine Spielzusammenfassung. Ja, Kanage Report. So wie es, oder so wie es früher war und eigentlich alle gedacht hätten, dass es ist, wie es aber nicht war. Es ist cool, es ist cool. Man sieht mehr, es ist übersichtlicher. Die Stances sieht man immer direkt von den Spartans und so und dann halt noch so drei ausgewählte Medaillen, bevor man überhaupt erst auf das Profil des einzelnen Spielers halt drauf geht. Und man sieht auch direkt, was man bekommen hat, EP, Rack Points, Packs und so weiter. Und das sieht man alles auf einem Bildschirm, ohne dass man da noch weiter rumklickt. Das ist cool. Und es gibt auch wieder das Tool of Destruction und so ein paar alte Sachen wieder zurück. Man sieht endlich auch alle seine Medaillen und generell Medaillen. Und das ist gut. Und man sieht ja auch wie den Progress mit seinem Rank, wenn man jetzt Ranked Playlist macht. Ach, man sieht den auch? Ja, wobei das irgendwie ein bisschen rumbuggt, habe ich das Gefühl. Weil ich bin dann in Slayer aufgestiegen. Auf ich meine, siehst du auch im Generellen, so. Wie zum Beispiel bei der App, die wir zuvor einmal benutzt haben? Ja, so ähnlich ist das da. Da ist so ein Fenster, da wird so ähnlich angezeigt. Oh, okay, das wusste ich nicht, weil ich habe... So wie es halt auch in der Beta war, so ähnlich. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe nicht nur bemerkt, wie es, dass wenn du auch aufsteigst im Generellen, also nicht nur vom Matchmaking-CSR, sondern auch vom normalen Rang, Spartan-Rank. Kommt dann immer in der Mitte so fett dieses Hey, du bist aufgestiegen. Und das ja, mir, so voll so, wow. Genau, und dann Platin 5 steht anstatt, also Diamond 5 steht anstatt Platin 5. Und du denkst so. Ja, was einfach so ein hässlicher Bug schon wieder ist. Das ist für die ja, wie kann man das sowas nicht bemerken? Ich dachte mir so. Ich weiß, warum sie sich bemerkt haben. So gut geworden? Nein. Das liegt daran, dass die ganzen Devs immer so schlecht sind, dass sie nie überhaupt bis Diamond kommen. Und ich meine bis Platin höchstwahrscheinlich. Und unter Platin funktioniert's dann. Naja, auf jeden Fall. Es ist cool. Ich hoffe, dass sie das jetzt einfach noch fixen, diesen komischen Bugs da. Und ja, man sieht jetzt halt deutlich mehr. Ja. Und die Medaillen, warum auch immer, haben auch wieder irgendwie so Seltenheitsgrade. Legendär, Rare. Finde ich persönlich nicht schlecht. Ja. Finde ich auch cool, aber ich finde es manchmal ein bisschen sinnlos, wie das ausgewählt ist. Ja, stimmt, bei manchen ist es schon komisch, wo ich mir auch gedacht habe, so rare ist die jetzt auch nicht, aber naja. Ja. Es wäre eher cool gewesen, hätten sie es so gemacht, dass es das Rare und dynamisch sich darauf aufbaut, wie oft die Medaille irgendwie im Spiel generell geholt wird, hätte ich lustiger gefunden. Das sind aber ja zu viele Algorithmen für Free for Free, die erstellt werden. Free for Free Industries. Lieber keine Algorithmen, genau, und einfach ein Wort hinschreiben. Was sind Algorithmen? Let's move on to the new Rex. Und ich muss mal direkt meinen Scam raushängen lassen, ja. Dass 343 mich jetzt mit dem Update echt enttäuscht hat. Weil, so cool den Faction und alles auch sein mag, wo wir dann gleich noch zu kommen. Sie nennen es Memories of Reach. Bringen keine Map aus Reach zurück in Arena, weil sie hatten die Möglichkeit gehabt, ein paar Maps da, oder eine Map zumindest, zu remaken. Ich meine, Stasis ist cool und ich bin damit zufrieden und so, aber. So ein Remake von, keine Ahnung, Countdown oder so wäre halt geil gewesen. Und sie bringen einfach keine der wirklich ikonischen Waffen aus Reach so wirklich wieder rein. Das ist halt, sie bringen die Rüstung und Jolt's Chain Gun. So, okay. Weil sie hätten den Nate Launcher machen können, der war richtig ikonisch in Reach und der ist auch eine unique Waffe, die du sonst so nirgendwo wirklich siehst. Du, keine Ahnung, sie hätten den Falcon, das haben ja eigentlich alle gehofft, ja, dass der Falcon wiederkommt für Warzone und auch BTB, einfach super nice. Und dann bringen sie so einen Special Featen. Ja, dass der Falcon kommt, fand ich aber schon von Anfang an, wo es gemunkelt wurde, recht unwahrscheinlich. Also. Ja, da hätte 343 einfach mal ein bisschen was machen müssen und nicht die ganze Zeit wieder ihre Faulheit da rausnehmen. Wie du siehst, haben sie einfach Worte hinter die Medaillen geschrieben. Also, ich fand das jetzt nicht so abwegig, dass das nicht passiert. Man muss es halt von dem Standpunkt aus sehen, dass ein Falcon ja nicht einfach irgendein Luftfahrzeug ist, sondern sich schon extrem abhebt von allen anderen Luftfahrzeugen, die es bisher gegeben hat. Auch so vom, wie er so ist,
weil der Mittelteil auch noch so frei ist. Das hätte man ja frei machen müssen, das geht ja gar nicht. Und dann können da drei Leute rein und dann sind da noch Chain Guns und es hätte ultimativ super in Warzone gepasst. Das ist, wenn ich mir das so vorstelle, dann passt das einfach nur geil da rein. Aber naja, es ist schade, genauso wie mit der Karte. Countdown hätte da bestimmt sehr gut gepasst oder, ja gut, Zealot vielleicht nicht unbedingt so, da ist Midship zu ähnlich für. Was gab's denn noch? So eine typische Arena-Map? Ich muss persönlich sagen, dass mir ehrlich gesagt aus Reach gar nicht so viele Karten fehlen, weil ich die Reach-Karten nicht so top fand. Deswegen habe ich... Countdown war schon okay, aber es ist jetzt keine Map, wo ich sage, ah, das ist die Map, die ich schon immer mal wieder haben wollte. Da hatte ich nämlich ehrlich gesagt in Reach so gut wie gar keine. Und die Wand, es gab schon, es ist nicht so, dass es schlecht, dass alle Maps schlecht waren in Reach. Nee, das nicht, aber es gab schon gute Maps. Aber es war jetzt, Reach finde ich, war für mich kein Spiel, wo ich mich zurückerinnere und sage, wow, das waren jetzt coole Maps. Es gab vor allem coole Maps in den Map-Packs, die aber leider dann irgendwann nicht mehr. Ah ja, gut, das stimmt. Da gab es wirklich ganz lustige. Tempest fand ich zum Beispiel sehr lustig. Aus dem letzten Bungie. Oder eine BTB-Map hätten sie auch irgendwie vielleicht noch zusätzlich dann zu Stasis machen können. Aber nein, es wäre alles zu viel Arbeit gewesen. George Chain Gun habe ich schon teilweise in Action gesehen. Ist halt schon sehr krass. Also sieht auch gut aus. Ist perfekt nachmodelliert. Sieht auch an jedem Spartan ziemlich gut aus. Sie haben da hat aber eine noch spezielle... hat so eine spezielle Haltung. Der hält das schon so ein bisschen anders als so ein normales MG. Und das geht halt gut ab. Du bist gut schnell damit. Du bist eigentlich genauso schnell wie alle anderen Spartans. Mit dem Ding hast du einen Damage Boost. Das Problem ist halt nur, wenn du das Ding hast, dann leuchtest du rot und bist das Ziel für jeden, der nur irgendwo vorbeikommen könnte. Und Spartan Abilities wird dann halt auch schwierig für dich, weil ja, du kannst das Ding nicht in der Hand behalten, wenn du thrusten willst oder so. Also muss man sich da schon so eine stationäre Position holen, wo man Leute wegrotzen kann. Aber ich denke schon, dass sie so einen mythischen Platz einnimmt in diesem Rack-Collection-Ding. Ja. Ja, und den Feedern habe ich auch schon gesehen. Also von außen halt. War schon ziemlich fancy, wie er da mit seinem Laserstrahl da immer irgendwie alles gerackt hat. Das war eh so ein komisches Warzone-Match, wo irgendwie die Gegner richtig scheiße waren und dann irgendwann der Core von denen wieder und dann hat er einfach nur in die Base mit dem Feeten da reingebolzt und ja, der war schon, aber der war schon krass auch, ja. Wir sind schon 20 Minuten dabei. Wie wär's mit den Skins? Also Skins haben sich jetzt, hat sich nur ein Set neu etabliert, dieses Azure Dream, was für mich genauso aussieht wie das Set aus dem letzten Update, nur dass da ein schwarzer Strich fehlt. Sozusagen und da denke ich mir so, well, Blue Steel. Und da denke ich, naja, also ganz ehrlich, wenn sie irgendwo Arbeit sparen müssen, dann doch nicht da. Also ganz ehrlich, dann hätten sie einfach Blue Steel nehmen sollen und es rot machen und dann hätte man es Red Steel genannt. Dann hätte ich das sogar besser gefunden, Also ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Aber jetzt für alle können sich die Leute aus den Spartans Armory oder wie sich das Pack da genannt hat, das Arena Pack, die Skins, die es da gab, Spirit of Fire, Unicy, Osiris, ODST, Blue Team, Noble, Sharktooth Grin, können sich jetzt auch alle holen. Also die werden dachte da eigentlich die ganze Zeit, dass es die schon für alle gab. Ja, dachte ich auch, dass ich die da gesehen habe. So. Dann, was mich hier auch sehr interessiert, was ich ganz cool finde, ist ein neuer Armor-Mod für Warzone, der sich Wheelman nennt. Das ist derselbe Armor-Mod wie aus Halo 4, wo man als Fahrer eines Fahrzeuges nicht so lange von EMPs lahmgelegt wird oder das Fahrzeug im Allgemeinen stabiler bleibt und nicht sofort in Flammen aufgeht. Das ist sehr gut, sehr speziell auch. Für mich ist es halt gut, weil ich gerne rumfahre. Wird vielleicht nicht so oft benutzt, aber schön, dass es da ist. Dann gibt es wieder ein pinkes Visier. Toll. Eines der 3 Millionen. Ja. Und das Noble Team natürlich, bis auf Noble Six, den es ja zumindest eine Hommage auf ihnen gibt und Carter, der ja schon als Noble von Anfang an da war. Und ich muss sagen, die sehen alle geil aus.
Die sind alle geil. Ja, also die Skill. Nee, ich find die Cats Rüstung mag. Ja, gut, die ist halt sehr schlicht und sehr speziell. Ich finde den, ich finde die Brustpanzerung in Ordnung. Ich denke, ich würde die sogar nehmen, wenn ich sie kriege. Der Helm ist jetzt so. Naja, den hat in Reach ja schon keiner so wirklich gemocht. Und naja, sonst. Ich bin ein totaler Fan von June seiner Rüstung. Halt auch wegen seiner Kapuze und so Geschichten. Finde ich super geil. Und Emil sowieso ist da rübergekommen wie. Also in Halo 5 sieht er echt verdammt gut aus. Ja, ich habe den Helm auch schlussendlich freigeschalten, aber ich will meinen Helm nicht wechseln. Es gibt ja jetzt auch, das sollten wir noch erwähnen, es gibt ja jetzt auch so aller Battlefield-like so Aufsätze für die Waffen. Dann kannst du halt so Leute markieren, auch wenn die halt noch so ein paar Sekunden, wenn die hinter der Deckung sind, so was, so ein rotes Intel-Ding über dem Gegner. Ja, es reicht ja tatsächlich meines Wissens auch allein schon, wenn du sie anvisierst, gell? Du musst ja gar nicht mal aktiv schießen dafür. Nee, du musst die, du musst die mit dem Smart Scope halt in Range haben und ich glaube dann noch aktiv mit dem Fadenkreuz hinterher und dann markiert er den, weiß ich nicht. Kann man machen, finde ich jetzt nicht OP wirklich. Weil du halt auch die Standardwaffe dann in der Hand haben musst, um ihn zu markieren. Das heißt, du kannst jetzt nicht mit deinem Flakgeschütz durch die Gegend den markieren und dann holst du ihn ja sowieso weg. Kannst nur leicht einschätzen, wo er ist. Es ist nicht wie mit Promethean Vision, dass du wirklich seinen Umriss hast, wohin er gerade hinschaut oder so Geschichten. Es ist einfach nur ein Punkt, wo er jetzt wirklich ist. Meistens erledigt das ja auch das Radar für dich. Eigentlich ist es gut, wenn das jetzt ein Sneaky Bastard ist oder der da nur rumsteht hinter der Ecke, dann ist es ganz okay. Ja, und für alle, die halt Rack-Fans sind, gibt es jetzt aktuell auch noch das Memories of Reach Special Rack Pack für 120.000 Punkte. Und das ist wieder so ein Scam. Ich habe 120.000 Rack Points gespart. Ja, gut, ich habe schon vor 2 Wochen angefangen, weil ich mir dachte, da kommt wieder irgendwas oder irgendwie sowas. Mache ich das gestern auf, denke mir so, okay, es ist 1 Uhr nachts und endlich machst du es auf und es wird voll super, weil dann hast du vielleicht, also es gibt ja fast nur Rüstungen von Memories of Reach, die ich geil finde, ne? Und was kriege ich? Ich kriege die Brute Plasma Rifle Certification und Cat's Armor und sonst halt nur so Single-Use-Sachen. George's Turret einmal, den Fieten, glaube ich, einmal und ich denke mir so, that's it? Ja, ich hab's auch aufgemacht. Ich wollte eigentlich 2 aufmachen, aber ich war dann zu faul, die restlichen 4000 Rackpoints oder sowas, was mir noch gefehlt hat, auch noch anzufahren. Deswegen habe ich nur 1 aufgemacht. Wow, 2 Matches. War okay. Ich hab Emils Panzerung rausbekommen. Und das war eigentlich das einzige wirklich coole. Dann habe ich noch ein Noble, doch das Anti-Dot-Emblem habe ich noch bekommen. Oh, dem sehr gut. War ich auch noch zufrieden. Und der Rest benutze ich eigentlich nicht, weil ich nie Warzone spiele. Somit, ich habe nämlich noch ein paar ewige zig Millionen Pool of Radiance Flakgeschütze bekommen, die glaube ich auch nicht schlecht sind und natürlich auch ein bisschen das Brute Plasma Rifle und die Certification dafür. Die Besonderheit an Antidot, an dem Emblem, was auch der Grund ist, warum ich das gerne haben würde, ist, dass es das dritte animierte Emblem ist, Super Carbine und hier Spartans Never Walk Alone oder wie das da hieß. Ja. Und es ist einfach cool und es ist mehr Reach in einem Emblem geht einfach nicht, weil so nebenständig der Charakter Antidot auch war, war sie, aber jeder sie war immer im Ladescreen. So, und irgendwie ist das einfach Reach, diese doofen Rauten. Das ist einfach Reach. Das ist mehr signifikante visuelle Signale gibt es nicht. Ich würde jetzt auch fortführen zu Infection und wo ich Infection das erste Mal im Matchmaking gespielt habe, keine Ahnung, wie das jetzt in Custom ist und so, weiß ich nicht, aber das reine Infection, wenn ich es vergleiche mit den anderen Infections, die es bisher gab in Halo 3 und in Halo Reach und Flood. Und Halo 2 Anniversary? Ja gut, da habe ich es aber auch nicht aktiv gespielt. Aber Halo 2 Anniversary war halt Reach mit Halo 2 Sachen. So. Naja,
war es sau. Also was sie gut hingekriegt haben, ist Atmosphärik. Also ich fand das echt super nice. Jeder Atmosphärik, ja. Jeder hat seine eigene Panzerung, was ja schon mal erstmal so ein Feel gibt von so einem aufgerüttelten Haufen Typen, die sich halt selber nicht kennen. Und da geht es einfach du oder ich. Dann geht's los, alle stürmen dahin, du bist knapp bei Kasse, was Munition angeht in der Regel. Und hast diese komplett verwüsteten Maps, die ich alle gespielt habe, wie Black Friday, diese komische Boar-Insel und noch irgendwas anderes. Und halt die Free-for-Free-Maps, die halt Free-for-Free-Maps sind mit irgendwelchen Gittern. die sind alle geil, die sind alle sehr atmosphärisch. Es ist, wenn man Zombie ist, immer untermalt mit gewisser Musik, die sehr, so klassisch Zombie-mäßig in dem Moment halt rüberkommt, obwohl es, ich glaube, die eine ist auch obwohl es Halo normale 5. Halo 5 Musik ist. Kann sein, dass da eine Melodie aus Halo 4 ist. Aber sonst ist es Halo 5 Musik, wie ich es recognized habe. Und es ist halt einfach echt cool. Das Balancing hat mich nicht aufgeregt, wie in Reach zum Beispiel und mit Sword Base und diesem ganzen Kack. Es hat mich als Zombie einfach nicht aufgeregt zu sterben, weil ich mir dachte, okay, das kann ich jetzt voll verstehen. Die sind, was Shotgun-Munition angeht, knapp dabei. Wenn sie ihre Buddies nicht looten, dann haben die einfach kaum Munition. Und wenn einer getrappt ist, dann hat er einfach keine Chance. Dann ist er irgendwann down. Der ist einfach komplett down. Die Alpha-Zombies sind auch richtig nice gelöst. Zu erkennen, dass sie leicht rot sind und eine Halbtarnung haben und auf dem Radar nicht zu sehen sind, sind die super. Das ist ja praktisch. Die sind so creepy, die Typen. Das ist, weil dann sind schon so ein paar Zombies auf der Map und du denkst, ja gut, die handle ich schon. Aber du weißt nie, ob in dieser Gruppe von zwei Zombies sich möglicherweise noch irgendwie ein Dritter aufhält, weil du es so nicht wirklich sagen kannst. Und so oft springen sie mir aus irgendwelchen Ecken an oder das ist einfach nur, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, dieses Infection ist das erste, das mir wirklich richtig Spaß macht, weil ich finde, dass auch sehr viel Bewegung in den Matches drin ist. Und der Ding, die sie hatten, der Plan, den sie hatten, ist sehr gut aufgegangen, dass mit dem Assault Rifle, dass sie einem das geben. Weil in Reach zum Beispiel fand ich es unglaublich schlimm, da haben sich alle einfach nur in eine Ecke oder irgendwo verkämpft und dann I must intervene in that. Haben sich alle dort drin reingechillt und nichts mehr ist passiert. Aber die Matches, die ich gespielt habe zumindest, sind eigentlich alle durchgehend auf der Map rumgelaufen, auch zu oft halt in Gruppen. Dann hat man hin und wieder halt wieder so eine Ecke gesucht, dort mal kurz irgendwie so seine Standoff-Situation gehabt, ist dann wieder weitergezogen zu irgendeiner anderen und bla, das war echt durchgehend irgendwie Bewegung. Ich hatte nur ein einziges Match, wo die Zombies am Anfang leider ziemlich hart verkackt haben. Blöderweise wurde ich der Einzige, der eliminiert wurde und einer ist dann auch noch rausgequittet. Dann war ich als Nicht-Alpha-Zombie und noch ein anderer Alpha-Zombie zu zweit gegen alle auf Riptide, die sich dann in eine Ecke verdünnisiert haben und einfach sämtliche Eingänge überwacht haben. Und dann war das natürlich schon sehr ärgerlich. Aber so bei den anderen Matches, wo ich hatte, waren es eigentlich meistens immer so zwei Gruppen, in die sich die Nicht-Infizierten aufgesplittet haben. Und die sind dann immer so über die Map gezogen, hin und wieder mal stehen geblieben. Dann hatten sich die Gruppen wieder zusammengeschlossen und wieder auseinander. Und das war eigentlich immer sehr cool. Habe ich ganz anders erlebt. Also ich muss sagen, ich hatte auch relativ viel Spaß mit Infection. Vor allem das Sounddesign wollte ich nochmal kurz ansprechen. Abgesehen auch von der Musik, weil allein dieser Sound, wenn du Überlebender bist und dann ein anderer infiziert wird, dieser Schwert-Slice-Sound, dieses Fling, Fling, und wenn da so ganz viele hintereinander, dann kriegst du wirklich Panik, so, wenn diese Sound so ganz schnell hintereinander kommen. Das ist schon ganz cool. Und Jeff Stelzer hat eine der geilsten Sachen, die er in Halo 5 hier gesagt hat, in Infection jetzt. Survivors Eradicated. Ja. Das klingt einfach so geil, ich liebe das. Naja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, wenn man mit der Magnum und was weiß ich, wie viel Munition spawnt oder so. Aber das Assault Rifle finde ich doch noch relativ stark, muss ich sagen. Es geht auch Range gegen Zombies. Nicht schwach, gut. Der einzige Vorteil, den die Alpha-Zombies haben, ist halt, dass sie Camo haben, deswegen der Auto-Aim nicht so gut greift. Da habe ich schon auf 11 das festgestellt. Aber bei den anderen ist das halt echt immer noch relativ stark und da hast du ja auch mehr als ein Magazin. Und, ich habe so festgestellt, ich habe gestern Morgen gespielt oder gestern Vormittag und dann halt gestern Abend nochmal.
Und das war ein extremer Unterschied. Am Anfang war es so, wie du es vorhin beschrieben hast, ja, dass die Leute rumgelaufen sind und überhaupt. Und am Abend hast du schon richtig gemerkt, okay, die Leute haben sich jetzt doch wieder irgendwelche Spots gesucht und dann verkammeln die sich Spots da wieder. Spots suchen sie ja das immer. Aber es kommt ganz auf die Dynamik der Leute die, so an. Ja. Ja, aber in den meisten Matches, die ich da gespielt habe, in, keine Ahnung, bestimmt 7, 8 von 10, war es halt so, dass die Leute sich wieder vercampt haben. So. Und dass die einzige Chance der Zombies halt war, am Ende vor allem die Leute einfach nur zu überrennen, ja. Wobei auch echt geil aussieht, wenn ich das mal so von außen gesehen habe, also als Zombie mich ein bisschen zurückgenommen habe und gesehen habe, wie die anderen alle da reinstürmen, so diese krass, Horde oder dieser krass, Schwarm, wenn, der da so da, auf wenn die da eine Gruppe aufgerieben wird. Die werden halt alle umgebracht so und dann geht das Spiel nicht vorbei. Alle so, und dann letzter Überlebender Spartan. Und dann dreht man sich um und er ist auf der ganz anderen Seite der Map und alle Zombies waren gerade in dieser Ecke und dann alle wie im Blutrausch da zu dem Marker gelaufen. Und ich dachte mir, gut, der Typ ist fucked. Und dann eine Sekunde waren die Zombies da. Ja, Überlebender ausgelöscht. Und das ist schon... Ist schon sehr interessant. Also ich finde die... Eine kurze Zwischenfrage darf ich, wenn ich noch ganz kurz stellen darf. Und zwar kommt zu mir so vor, das sind die Runden deutlich kürzer. Ich fand, es ging deutlich schneller, als ich es jetzt im Reach in Erinnerung hatte. Ich muss sagen, dass im Vergleich... Achso, was die Minuten angeht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, dass im Vergleich zu anderen Halos die Überlebenden öfter gewinnen. Also es bleibt am Ende öfter einer übrig. Das haben sie, glaube ich, extra gemacht, weil sie ja ein neues Punktesystem gemacht haben, dass die letzten Überlebenden immer noch einen Punkteboost kriegen, was dich dazu anhält, wirklich die Verseuchung zu überleben, sozusagen. Was echt gut ist. Es wird halt nicht mehr in reinen Kills gerechnet, wo Infection-Kills auch genau das gleiche wert sind wie Überlebende-Kills, sondern wenn du als Zombie viele Kills machst, dann wiegt das mehr. So kam es mir vor. Also so habe ich das gesehen. Oh yeah. Infection Kills wiegen mehr. Finde ich auch geil. Wenn du eine Runde überlebst, kriegst du nochmal einen richtigen Boost. Das ist einfach saugeil gelöst, muss man sagen. Das ist sehr schön. Da habe ich euch gestern ja auch schon so einen Clip geschickt. Ja, ja. Ich habe in meinem zweiten oder dritten Match so ein Camperloch ausgeräuchert als Zombie und einfach einen Killtag gemacht. Naja, und was ich halt noch erwähnen wollte, ich finde das halt mit dem Assault Rifle insofern gut. Sie platzieren dann halt einfach Magnums auf der Map. Die haben dann ein Magazin. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Schuss hat so eine Magnum? 12 oder so? Das sind 12 sichere Kills, wenn du ein gutes Aim hast. Und so war es halt in Halo 3 und in Halo Reach war es ja genauso. Du hast eine Pistole gehabt und konntest halt die ganze Zeit durchballern. Nur hatte jeder eine Pistole. Das ging einfach gar nicht für Zombies. Ja. Das war die Hölle. Und jetzt du nimmst eine Magnum auf und du hast eine Magnum, bist aber der overpoweredste Typ auf der ganzen Map. Es gibt Zombie-Maps, wo Bazookas sind, was ich vollkommen nicht verstehen kann, weil die einfach nur gegen eine Magnum so abscheißen. Ich hab die immer benutzt. Weil wozu denn? Nee, das ist einfach nur doof. Ich fand's relativ witzig, vor allem am Ende, wo dann ziemlich viele da waren. Ballerst du halt einmal rein, wenn die da als Schwarm rumlaufen. Schon ganz cool. Aber was auch eine starke Waffe ist, muss ich sagen, auf den Infection Maps ist immer die Saw. Die habe ich bisher leider noch nicht gefunden, aber einmal hatte ich sie, aber dann verkackt mit der. Und es gibt auch auf dieser komischen Vorinsel gibt es auch. Ja, es gibt Maps, das habe ich auch schon gesehen, da sind auch, ich könnte sogar sein, dass auf jeder Map eine ist, dass die auf Easter Egg-mäßigen Plätzen. So, also zumindest so Unishack, der die drei Developer-Maps gemacht hat, und der hat ja, glaube ich, auch mit den anderen Forgern zusammengearbeitet, um die anderen Maps fertig zu machen für die Playlist, hat gemeint, dass er immer in irgendwelchen so Special Locations eine CE-Magnum versteckt hat. Ich kenne auch nur die eine, glaube ich, auch auf dieser Bohrplattform oder was das darstellen soll. Da ist die... Bei dem Helikopter. Ah nee, dann ist was anderes. Ich kenne auf der einen Map, wo du dieses Tor öffnen kannst, das dann nach oben führt und auch schließen, da liegt die seitlich auf so einer kleinen Kiste. Und da bin ich immer hingerannt und habe mir gedacht, oh! Also die so dieses Last Resort. Ja, die so ein bisschen Last Resort mäßig ist, und da unten auch diese komischen Gänge mit Fässern, und das sieht aus wie Fässer oder Rohre oder sowas halt. Ich
denke, wir müssen auch weitermachen noch mit Forge, ja, weil das haben wir auch noch und wir sprechen schon sehr lange. Ich würde noch ein paar Sachen ganz kurz zu Infection sagen, also von dem, was ich zumindest mitbekommen habe aus dem Stream und aus was sie generell gesagt haben, man kann einige Sachen einstellen. Man kann einstellen, wie viele letzte Überlebende es gibt. Ja. Man kann einstellen, wie viele Alpha-Zombies es gibt natürlich. Es ist so, dass man, also dass die Player-Traits, also die Eigenschaften von den Spielern, kann man unterschiedlich einstellen für die letzten Überlebenden, für die normalen Zombies, für die normalen Überlebenden und für die Alpha-Zombies. Auch gut zu erwähnen sei die extra Effekte, die es für die Zombies gibt, nämlich dieser leichte Pestilenz-Effekt, den es auch in Reach gab und so. Der lässt sich deaktivieren. Die Farbe, die standardmäßige Zombie-Farbe lässt sich natürlich einstellen oder auch nicht einstellen. Und auch eben so Zeug. Und was auch noch recht interessant werden kann für Games, für Minigames speziell, ist, es gibt, man kann sich Punkte dafür geben lassen, wie lange man überlebt. Also man kann einstellen, dass wenn du so und so lange überlebst, dass du pro, was weiß ich, Sekunde, die du überlebst, einen Punkt bekommst, oder was weiß ich, wie das genau funktioniert. Aber das könnte recht interessant werden, speziell, wo ich da die ganze Zeit dran denken muss. Ich weiß nicht, ob ihr noch euch erinnert an Halo Reach, an die eine leicht Dead Space-mäßige Map, wo die Zombies immer von oben so runterkommen konnte, man selbst konnte nicht... Ja, wo man so im Gänsemarsch... Ja, genau, wo man dieses Labyrinth gegangen ist und von oben die Zombies und überall mal reinspringen konnten. Das war ziemlich nice und ich hoffe auf sowas wieder und ja. Aber das war immer, da war das geil, da sind immer alle in der Party richtig ausgerastet. Ja. Das war einfach nur super. Das war schon cool. Ich will nur, dass ich hoffe, dass das wieder jemand remake. Speed-Map gibt in Halo 5. Dass man wieder Speed spielen kann. Ich hoffe, dass die Warthog Physics das hergeben. Na. Oh, und eine Sache noch, wo ich gerade dran denke, und dann können wir auch weiter zur Schmiede gehen, ist, dass man jetzt einstellen kann, ich glaube auch für alle Modi und nicht nur für Infection, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, wie viel Nachladeschuss man eben für eine Waffe hat, wenn man spawnt. Also, ich meine, in Infection hat man jetzt das prominente Beispiel gesehen, wenn man spawnt, hat man nur ein Magazin für die Shotgun und das kann man jetzt eben einstellen. Ja. Mhm. Also, ja, Forge. Und zwar Forge. Es gibt, viele coole neue Sachen für die Forge, wo ich halt auch wieder irgendwie traurig bin, dass Free for Free es halt nicht von Anfang an da hatte. So, es ist schön, dass es da ist, aber es gibt halt schon so viele Maps, wo Forger wahrscheinlich auch nicht mehr drüber nachdenken, die noch zu updaten. So, und wäre das einfach von Anfang an da gewesen, wir hätten so beautiful Maps gehabt, das ist unfassbar. Auf jeden Fall, was es da so gibt, sind zum Beispiel neue Killballs. Wobei ich da nochmal ganz kurz widersprechen muss, wo ich da gerade dabei bin, darf ich da ganz kurz ins Wort fallen. Und zwar durch das wundervolle und wirklich gut durchdachte Bookmark-System ist es jetzt schlussendlich so, dass die Forge ihre Maps wirklich auch konstant mit jedem Update updaten können und jeder hat die aktuelle Map. Und das ist super, gerade wenn solche Features kommen, weil du dann die Änderungen wieder hast. Das ist speziell gut. Auch bemerkt, wo ich das habe. Es geht ja nur darum, dass es auch Forger gibt, die sind jetzt nicht so, ich bin voll der Forger, sondern die haben mal was geforged und das ist halt ziemlich gut. Und jetzt forgen die halt nicht mehr und dann kommen keine Updates, dann muss sich da jemand anderes drum kümmern oder sowas. Wobei ich da auch wieder leicht widersprechen muss, weil ich finde, dass zum Beispiel als die Wettereffekte kamen, viele der Karten, die wir davor gespielt haben, plötzlich Wettereffekte hatten. Ja, die meisten sind dann ja auch wirklich... Ja, das meiste, was man ja spielt, ist von aktiven Forgern. Und die machen, wenn die wissen, dass ihre Map populär ist, dann machen die da auch was dran. Und Regen einzufügen war jetzt auch nicht so schwer. Naja, egal. Killballs, genau, es gibt jetzt einen kleinen Killball, es gibt unsichtbare Killballs, was bestimmt interessant sein wird für Custom Games, in welcher Weise auch immer. Plasma-Killballs, die sehr geil aussehen. Und es gibt einen Riesenhaufen neuer Effekte, wie dieses schwarze Loch, was mal komplett creepy ist, irgendwie. Das ist doch Slipscreen. Ja, das irgendwie dein Screen zusammensaugt und dann wird alles schwarz und das, für Infection Maps halt einfach perfekt in irgendeinem Bereich, du kannst dir so vorstellen, du machst eine Map, wo du auf so einem Spaceship bist und ab einer bestimmten Zeit, wie das Match halt läuft, plötzlich so das
Schiff so auseinanderbricht, überall alles explodiert. Man kann auch Explosionen jetzt planten sozusagen, die in einem gewissen Abstand immer wieder explodieren. Es gibt neue Feuer, da kann man auch dieses schwarze Loch ziemlich geil reinfügen. Es gibt diesen Blitz, der einschlägt, der richtig krass ist, der auch einen richtig krassen Sound hat, wo busch, wow, und alles blitzt und Funken und geil. Dann gibt es Gras in einer größeren Fläche, also nicht, dass du immer so, ja, ich habe hier einen Grashalm, den tue ich da jetzt. Eine richtige Grasfläche, auch mit so einem Windeffekt. Der Windeffekt sieht zwar so bescheuert aus, aber naja, egal. Weil die Grashalme sich so über den Boden bewegen, die schweben so über den Boden drüber. Und zwar nicht eben der Grashalm, sondern auch die Wurzel. Und das, als ob das Gras so wegschwebt. Aber vielleicht sah das auch nur im ersten Moment so aus. Dann, Leichen von Covenant und so Skeletten und sowas, die man bei Argent Moon gesehen hat. Da lagen ja viele von denen rum. Das ist sehr geil, kann man viel mitmachen, ist schön. Und das Wichtigste und Geilste ist, was ja jeder schon wollte seit Halo 3, glaube ich, dass man für primitive Blocks endlich Texturen einfügen kann. Es gibt noch nicht so viele. Es gibt Holz, Metall, Stein, Granit, Covenant und Forerunner, glaube ich. Das ist in Ordnung. Das ist so einiges. Man kann da auch, glaube ich, noch Overlay-Effekte drauf machen, wie dass das zugefroren ist oder dass da Moos drauf wächst. Und das ist schon einiges. Also das kann an einer Map so viel verändern. Das ist unfassbar. Ich finde, der Vorteil ist halt vor allem, dass du, wenn du jetzt eine Map baust, kannst du die erstmal aus diesen Standardblöcken bauen und dann kannst du halt sagen, welchen Stil sie haben soll am Ende und dann einfach was dir am besten passt. Endlich, was ja auch lange gefehlt hat, was jeder mal versucht hat, was nie so ganz aufgegangen ist, sind so Maps, die wirklich diesen Allianz-Theme haben. Dass du wirklich Allianz-Maps hast, wo du man muss jetzt eine Woche oder zwei warten und dann kommen die ganzen Maps. Da wird nochmal richtig Einschlag geben. Ich bin da wirklich super gespannt, weil ich glaube, dass dieses Feature so den Anstoß geben wird, dass wirklich, ich meine, es ist ja jetzt zum Teil schon richtig krass, aber dass die Schmiedekarten den Developer-Maps wirklich in nur noch sehr wenigen Punkten nachstehen. Auch was das Visuelle angeht. Ja. Also ich finde es ja jetzt zum Teil schon krass, dass manche Karten wirklich fast schon aussehen, wie als wären sie mit wirklichen Game-Developing-Tools gemacht worden. Und ich glaube, das wird es nur noch mal deutlich krasser. Ja, aber jetzt kannst du halt auch die Game-Modes endlich machen. Ja. Und die Game-Modes. Weil du jetzt Infection hast und das wir sind jetzt, ich rede jetzt auch von normalen Slayer-Maps oder ähnlichem. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo Custom und Forge völlig ausgereift sind. Bis noch nicht ganz, ein paar Sachen fehlen noch, aber so. Also zumindest auf einem sehr reifen Status schon. Die Forge eine Sache habt ihr auch noch vergessen zu erwähnen, die ich auch noch mal ganz kurz sagen möchte. Es gibt jetzt nicht auch noch Munitionskisten. Ja. Ja, die sind auch, das ist auch cool. Dann kannst halt sehr interessant. VRs oder was ist immer. Schon, kann man gut einsetzen. Also ich muss ja sagen, die Forge war ja schon vor einigen Updates vorher schon sehr, 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 sehr aufgreift. Also Maps wie Scavenger oder ich sehe hier gerade bei Forge Hub Seclusion Sandtrap halt, sind so genial vom Aussehen. Es ist, vor allem bei Scavenger, es ist einfach so real. Das ist krass. Es ist einfach nur krass, was da für Sachen aufkommen. Nur, halt auch mit Infection. Es ist schön, dass das jetzt endlich alles da ist. Es ist alles super toll, hat aber länger als ein halbes Jahr gedauert. Ja. Ah, das stimmt wohl. Und wenn wir jetzt mal so langsam noch ein paar letzte Kleinigkeiten klären, die haben wir jetzt hier gerade noch in den Patch Notes und so. Es wurden ja auch ein paar Waffen geupdatet, Hydra zum Beispiel oder Plasma Caster sind jetzt irgendwie, machen ein bisschen mehr Damage und so weiter. Wer da genauer nachlesen will, am besten einfach mal in die Patch Notes schauen. Also ein paar Waffen haben ein paar Updates bekommen. Die haben wohl auch die Rackpacks geupdatet, Gold und Silber. Und jetzt steht hier... Das ist wieder so typisch 343. As the amount of racks in the pool increases with new armor, weapon skin, stances and more, we wanted to give players more bang for their buck. Oh, ist das scheiße. Ja, auf jeden Fall, man scheint jetzt wohl doch vielleicht hoffentlich mal bessere Sachen droppen zu können. Einfacher. Wir werden sehen. Naja. Ja. Gut.
Das war's. Gut, ich sonst denke, noch etwas. Zumindest das war. Mir fällt das gerade auch persönlich nichts mehr ein. ForgeShop wird überflutet von Infection Maps. Diese Steintextur von Forge sieht schon geil aus. Hier ist so eine geile Infection Map, das ist ja mal unfassbar. Das ist so eine Alien themed Map. Prometheus heißt die. Das ist Gott, oh Gott, oh Gott. Prometheus ist nicht Alien. Ist doch dasselbe Franchise, oder nicht? Das ist eine komische Missgeburt. Ich mag Prometheus tatsächlich, aber egal, wir schweifen schon wieder ab. Ich würde sagen, ja, du magst ihn aber auch nur wegen Tatsache, dem Dings Schluss. Hier, wie heißt der? Schluss. Fassbender. Naja. Unter anderem. Okay. Ja, ja. Weil wir jetzt schon wieder bei 50 Minuten sind, wir eigentlich ursprünglich diese Talks immer bei 20 Minuten halten. War unser längster Talk. Ja, wir hatten viel, es gab viele Emotionen hier drin. Und ich meine, Ding war ja auch. Infection ist ja auch mit eines der größten Themen. Es ist auch das größte Update, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja, speziell mit Infection. Also nicht vielleicht unbedingt vom... Noch was vergessen. Wir haben ja dann auch noch in dem Livestream oder halt auch so den Teaser für das nächste Update, Hogwild, bekommen. Und der hat mich ja mal angefixt. Mensch, man sieht einen Rocket Hawk. Ich muss sagen, ich sehe, was dahinter steht, nämlich, dass wir höchstwahrscheinlich Rays als Game-Type bekommen, was sehr cool ist, in Anbetracht der Tatsache, wie viele geile Rays-Maps es gibt. Ist halt, aber er war jetzt nicht so überwältigend, ja. Das, also, wow. Die Trailer von den letzten paar waren schon echt ein bisschen mehr, da war schon irgendwie ein bisschen mehr dahinter. Generell die Trailer, die sie jetzt zum Release dann immer raushauen, so auch von dem letzten, wie hieß das nochmal? Oh Gott, letztens wusste ich es wieder. Nicht Hammerstorm, sondern Ghosts of Meridian. Ghosts of Meridian, genau. Und die Trailer, die sie dann immer zum Release im Livestream raushauen, die haben immer so geile Musik, die sind echt geil. Ah, super, super gut. Auch dieses Mal halt wieder bei Memories of Reach. Schon cool gemacht. Ja. Gut. Now we are done. Ja, we're done. Have a nice day. It's all about that. Have a nice day. Yes. Yo, ciao. See you soon. Ah ja, vergesst nicht uns auch zu schreiben, was ihr davon haltet und so. Und ja. Ciao. Mit einer der bisher besten und intensivsten Marketingkampagnen der gesamten Halo-Reihe hat 343 Halo-Fans konstant immer wieder geteased und Theorien entwickeln lassen. Hörspiel, Bilder und ein eigener Blog. Der Master Chief wird böse. Diese Vorstellung faszinierte oder zumindest interessierte viele Halo-Fans weltweit. I'm Benjamin Giroux and this is Hunt the Truth. Hashtag Hunt the Truth war das Motto dieses riesigen Scams! Goddammit, 343! Ich meine, warum soll ich mit 13 Episoden eines Hörspiels geben, die im Endeffekt nur zu einem führen? Ins Nichts. Klar, für sich genommen sind die Episoden nicht schlecht, aber ihr Sinn war es doch wohl eigentlich, mich auf Halo 5 vorzubereiten, oder? Ich meine, von dem Hunt auf den Master Chief ist in Halo 5 kaum etwas übrig geblieben. Master Chief vs. Spartan Locke, Blue Team vs. Team Osiris, Spartan Tooth vs. Spartan Force. Was zur Hölle?! Warum ist Locke so ein verdammtes Weichei, wenn es darum geht, dem Chief mal etwas zu sagen? Aber bleiben wir mal bei es.